Hallo, willkommen zu den Dschungel-News aus Australien. Neben mir sitzt Mona Borunczuk. Sie ist die beste Freundin von Tatjana Xell, die ja im Dschungel momentan ja, von sich reden macht. Woher kennt ihr beide euch eigentlich? Also wir haben uns kennengelernt auf verschiedenen Veranstaltungen, Events im Frankfurter Raum und haben uns gleich gemocht, waren uns sympathisch und sind da mal Kaffee trinken gegangen und dann ja, hat sich mehr entwickelt. Genau. Wie lange kennt ihr euch schon? So circa 1,5 Jahre, noch nicht so lange. Mhm. Aber manchmal muss man sich auch nicht lange kennen, um sich so gut zu verstehen. Das stimmt. Und wie kam es dazu, dass sie gefragt hat dich, dass du mitkommst nach Australien? Ja, sie hatte ja die Trennung um den Jahreswechsel, war die Trennung ja von ihrem Ex-Freund. Mhm. Und sie hat mich gefragt. Und dann habe ich ja gesagt. Ja. Da ging es ja auch nicht so gut. Und dann, ja, so Mädchen ist ja immer schöner, dann, ne? Ja. Dann, ja. Ganz klar. Und jetzt haben wir ja auch so ein bisschen so eine melancholische Seite von der Tatjana im Dschungel erlebt heute, als sie erzählt hat, wie das war mit ihrem Mann und mit dieser ganzen Kriminalgeschichte. Ist das bei euch auch ein Thema? Ganz, ganz selten, denn es ist ja wirklich eine schwere Zeit gewesen. Sie hat ihn ja wirklich über alles geliebt. Und ja, also ich kann auch verstehen, wenn sie jetzt da nicht so drüber reden möchte oder reden kann, auch weil das ist ja schon sehr, sehr intim. Klar. Jetzt hat sie ja auch gesagt, dass sie in der Zeit mit dem Fairfried von Hohenzollern, dass das somit auch ihre schönste Zeit war und dass sie ja ganz nah dran war, auch in den Hochadel zu heiraten, was dann nicht passiert ist, dass sie dann Prinzessin gewesen wäre und dann ja eigentlich nicht hier sitzen würde, also im Dschungel sitzen würde. Mhm. Da springt ja so ein bisschen raus, dass sie ja doch nicht ganz freiwillig da offenbar reingegangen ist. Ja gut, ich meine, man lernt sich kennen, man verliebt sich und wie gesagt, sie hat ja dann für sich entschieden, sich dann eben dann zu trennen und das ist ja auch, finde ich auch toll, weil jemand, der es wirklich darauf abgesehen hat, irgendwie Geld oder da Prinzessin zu werden, hätte es dann vielleicht durchgezogen und sie war halt wirklich Mensch, so wie sie auch wirklich ist und hat dann eben das nicht getan. Jetzt wirkt die Tatjana mal so ein bisschen unnahbar, würde ich sagen, gerade im Dschungel oder sehr zurückhaltend. Man hätte ja eigentlich erwartet, dass sie noch ein bisschen mehr aus sich herausgeht. Wie ist sie denn privat so drauf? Also sie ist schon sehr sensibel und ich hoffe auch, dass sie ein bisschen mehr aus sich herauskommt, dass ein bisschen Power, das, was sie auch zeigen kann, so wie sie auch ist. Sie ist ja auch ein lustiger Mensch, die lacht ganz, ganz viel und das vermisse ich auch gerade ein bisschen. Ja, ich hoffe, dass es noch ein bisschen besser wird. Also nicht besser wird, dass sie halt einfach noch ein bisschen mehr sich entfalten kann und mehr von sich zeigen kann. Ja, das wünsche ich mir ganz doll. Glaubst du, sie kann Dschungelkönigin werden? Ich denke schon. Also ich schicke jeden Tag ganz, ganz viel positive Energie in den Dschungel. Das mache ich wirklich jeden Abend. Und ich denke schon, sie könnte es schon schaffen. Ja, also zumindest unter die ersten drei. Dann wünschen wir ihr das. Und wir melden uns wieder morgen zu den Dschungel-News.